Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Geschichte im Nordwesten. Heute befassen wir uns mit einem Namen, den wohl jeder kennt, Klaus Störtebeker. Ob der mal in Oldenburg war, wer weiß das schon. Piraten waren auf jeden Fall hier. Und mit diesem Thema befassen sich in dem folgenden, vor einiger Zeit aufgezeichneten Gespräch die Oldenburger Historiker Gerhard Wichmann, Joachim Tautz und Udo Ehlert. Ja, guten Tag. Ich begrüße zu unserer heutigen Sendung Herrn Udo Ehlert, den Historiker und stellvertretenden Direktor des Stadtmuseums Oldenburg, und Dr. Joachim Tautz, auch Historiker, Lehrbeauftragter an der Universität Oldenburg. Zu unserer heutigen Sendung, die wir genannt haben, etwas provisorisch noch, Das Piratennest, Oldenburg, Störtebeker und Co., eine Spurensuche nach Klaus Störtebeker, dem gefürchtetsten Herrscher der Meere und Kämpfer für Recht und Ordnung vom Nordpol bis zum Kap der guten Hoffnung. Herr Ehlert, Sie als Museumsdirektor, könnten Sie mir vielleicht kurz umreißen, was die Störtebeker-Leute, was die Vitalienbrüder hier mit Oldenburg zu tun haben? Was wissen wir überhaupt über die? Also vorab ganz wenig. Ja. Das Wenige, was wir von ihnen wissen, zeigt aber, dass sie existierten und dass sie mit Oldenburg Anfang des 15. Jahrhunderts eine Berührung hatten. Ja. Darüber hinaus muss man einfach sagen, dass sich dieses Phänomen über längere Zeit hingezogen hat, wobei dann Oldenburg allerdings keine Rolle mehr spielte. Ja. Das Wenige, was aber damit zu tun hat, hat dazu ausgereicht, dass man Oldenburg mit Störtebeker eben punktuell immer wieder vor Ort oder auch in der nordwestdeutschen Literatur natürlich in Zusammenhang bringt. Ja. Und zu den Quellen, ich habe gehört, es gibt eine Doktorarbeit von einem Josef Wanke, ungefähr fast 100 Jahre alt. 1910, dazu. Ja. Der siebt nun die wenigen Hinterlassenschaften nochmal durch, wendet sie von rechts nach links. Das facettenreiche Bild, was dieses Thema aufwirft, kann er damit natürlich auch nicht wirklich illustrieren, sondern er kann nur die wenigen Punkte, die mit Oldenburg zusammenhängen, damit einhängen. Ja. Es zeigt uns ganz offenbar, die Berührungspunkte liefen über die herrschaftliche Ebene. Der damalige Graf Konrad bediente sich ihrer, stritt das zum Teil auch ab, wollte damit nichts zu tun haben. Nicht unmittelbar übrigens, das muss man sagen, mit Störtebeker selbst, sondern mit Gudeke Michels und dessen Mannschaft, die hier den Staub raufgekommen waren. Und es zeigt ganz einfach, dass die Oldenburger genauso wie die anderen Regionalpotentaten sich dieser, wie auch immer, das ist im Einzelnen auch nicht überliefert, bedienten, dieser Söldnerschar gewissermaßen, für ihre eigenen Interessen. Daneben muss man auch sagen, dass neben dieser Söldnertätigkeit natürlich auch eine große Rolle spielte, dass sie ganz offenbar von ihrem Sold nicht unbedingt leben konnten, sondern nebenbei auch weiterhin sich der Einnahmequelle bedienten, für die sie bekannt geworden waren, nämlich nach Raub die Waren eben an den Mann zu bringen, zu verkaufen, zu verhökern. Was für Waren könnten das gewesen sein? Es ging wahrscheinlich nicht um große Goldschätze. Nein, im Grunde alles das, was auf einem Schiff transportiert wurde. Ja. Und entsprechend auch der prozentualen Anteile. Mit Sicherheit sind nicht 90% auf Schiffen Gold transportiert worden, sonst hätten sie wahrscheinlich auch nicht so viele Überfälle machen müssen. Genau. Sondern wahrscheinlich, wie es auch mit dem Namen zusammenhängt, Viktualien, also Lebensmittel. Ja. Also verderbliche Ware, weshalb man auch keine große Lagerhaltung machen konnte. Man musste danach, wenn man das Schiff aufgebracht hatte, auch dafür Sorge tragen, wenn man einen adäquaten Preis erzielen wollte, dass dieses auch so schnell wie möglich an den Mann kam. Also wie Schifffahrt im Mittelalter aussah, das haben wir noch in einem kurzen Beitrag vorbereitet, wo wir auch auf die Konstruktion von Schiffen angehen, auf Bilder, wie Schiffe überhaupt dargestellt wurden, wie sie ausgesehen haben. Es gibt wohl nichts, was den mittelalterlichen Städtebund der Hanse heute stärker symbolisiert als dieser Schiffstyp, die Kogge. Das war auch bereits zu hansischer Zeit so. Erscheint das Seeschiff doch, bis zu seiner Ablösung durch den größeren Holk, auf zahlreichen Stadtsiegeln. Darüber, wie ein solches Schiff tatsächlich aussah und wie es sich steuern ließ, konnte indes lange Zeit nur spekuliert werden. Bis 1962, als aus dem Weserschlick in Bremen die Überreste einer spätmittelalterlichen Kogge ausgegraben wurden. Heute steht sie im Schifffahrtsmuseum Bremerhaven. Vom Original, das etwa um das Jahr 1380 datiert wird, sind mittlerweile mehrere Nachbauten angefertigt worden. Die einen mit mehr, die anderen mit weniger modernen Hilfsmitteln. Vor allem durch das Learning-by-Doing-Prinzip weiß man heute recht gut, wie sich diese Schiffe fuhren. Ja, sicher. Es sind Versuche gemacht worden mit unterschiedlichen Beladungszuständen. Und dann ist festgestellt worden, wie die Segeleigenschaften sind, wie ist die Abdrift, wie ist die Geschwindigkeit.
die Kogge segelt verhältnismäßig leicht und ist auch schnell. Das Problem ist nur, die Koggen können nur vor dem Wind segeln. Also man kann nicht kreuzen mit diesem Schiff. Deshalb musste man früher auch sehr, sehr lange warten, bis man die richtige Wetterlage hatte, um dann auch eine Strecke zurückzulegen. Die Kogge war das maritime Äquivalent eines Packesels. Bei der kurzen Lebensdauer und den wenigen Fahrten, die ein Holzschiff damals machte, nur wenige Jahre und da auch nur zwischen Frühjahr und Herbst, war es umso wichtiger, so viel Fracht wie möglich transportieren zu können. Im Falle der Bremer Kogge waren das 80 Last, rund 150 Tonnen. Sie dürfte damit eine durchschnittlich große Ausgabe ihres Typs gewesen sein. Im Kriegsfall beförderten Koggen Soldaten statt Ladung. Der Hansetag als Konferenz der Mitgliedsstädte legte fest, wie viel Schiffe und Bewaffnete jede Stadt im Kriegsfall abzustellen hatte. Auf eine Kogge kam mit unter 80, manchmal auch bis zu 100 Bewaffnete. Lange Zeit auf See bleiben konnte man mit so vielen Menschen an Bord sicher nicht. Und auch in Friedenszeiten dürfte es auf den Schiffen eng genug gewesen sein. Das Schifffahrtsmuseum, die gehen von etwa 23 Leuten aus. Hier allerdings sagt man, mit 10 Leuten kann man die gut bewegen. Auch unabhängig jetzt von dem Motor, allein die Segelmanöver, das geht mit 10 Leuten recht gut. Vermutlich haben die sich ihre Quartiere und ihren Schlafraum gesucht, nachdem die Schiffe beladen waren. Also eine Einrichtung für in Form einer Kajüte hat man nicht gefunden und das ist also nicht bekannt. Bei gutem Wind aus der richtigen Richtung macht eine Kogge gute Fahrt. Bei widrigen Verhältnissen aber kommt sie nicht recht voran. Auch deshalb eignet sich die Kogge kaum für Binnengewässer. Dazu kommt der vergleichsweise große Tiefgang. Flüsse werden daher mit anderen, flacheren Schiffen befahren worden sein, etwa den kleineren, einmastigen Schningen, über deren Aussehen und Bauart ansonsten allerdings nur wenig bekannt ist. Oder die Ladung wurde mit Prämen und Leichtern in die Stadt gebracht. Sicher dürfte sein, eine Kogge hat im Oldenburger Hafen wohl nie angelegt. Zumindest nicht im Mittelalter. Könnten Sie uns vielleicht mal kurz anhand des wenigen, was wir überhaupt wissen und was Heinrich Schmidt auch in seiner Stadtgeschichte Oldenburg gemacht hat, erzählen über die Begrifflichkeit? Also wir haben hier zum Beispiel gehört, sie wurden auch Utligers oder Seeroveres genannt oder wie man die denn nennen will in den Quellen. Das heißt doch, dass die Zeitgenossen sich offensichtlich unsicher darüber waren, wie man nun diese sogenannten Seeräuber oder Utligers, wie man das auch dann immer als Auslieger, was man immer darunter verstehen mag, ich weiß es persönlich nicht. Das Problem bei diesem Sachverhalt ist der, dass sie ja keine Selbstbenennung haben. Wir haben keine Überlieferung aus ihrer eigenen Hand, sondern das ist ja eine Fremdbenennung. Und je nach Eindruck, den sie auf die Benennenden gemacht haben, ob sie jetzt geraubt haben oder ob sie was anderes gemacht haben, also Seeräuber waren, hat man sie eben benannt. Ja. Wir wissen also da recht wenig drüber. Es gibt ja nur so eine schwedische Überlieferung, dass sie da im Seelenheilbewusstsein der Zeit aufgewachsen eine Stiftung machen. Wir haben also keine Intitulatio, nicht vorneweg, dass man sagt, also wir, die und so. Also so etwas gibt es nicht. Von daher erklärt sich die Vielfalt der Benennung. Oldenburg war damals ja eine sehr kleine Stadt, sofern man von einer Stadt sprechen kann, wenn sie auch das Stadtrecht seit 1345 ja besaß. Wie konnten die Seeräuber denn überhaupt mit großen Schiffen hierher kommen, über den kleinen Fluss Hunte, der damals ja auch völlig anders aussah als heute? Auch das ist natürlich eine offene Frage. Man kann also, was der Historiker zwar oftmals anwenden sollte, aber auch nicht so furchtbar als schweres Gewicht in die Schlacht führen sollte, nämlich den normalen und gesunden Menschenverstand anwenden. Ja. Das heißt also, die Hunte war nicht breiter als jetzt und tiefer war sie erst recht nicht. Also können wir nicht davon ausgehen, dass die mit einer schönen, wunderbaren, großen Hansekogge die Weser hoch und dann die Hunte hochgefahren sind, sondern natürlich mit den entsprechenden Kähnen, flachgehenden Schiffen, die also nicht tief gingen, hier bis zum Stau gelangten. Kann sich das eher als größere Ruderboote oder sowas vorstellen? Ja, wahrscheinlich. Ja. Also, da müsste man natürlich noch mal ganz genau gucken, ob sie mit den Schiffen, mit denen sie dann die Hunte hochkamen, auch schon die Weser hochgekommen waren oder umgestiegen sind. Dann müsste man da wieder methodisch, muss man das sauber halten, kann man die Nachweise führen, dass die Zwischenstationen hatten. Ja.
Depotmöglichkeiten etc., wo auch die Sicherheit gegeben war, dass wenn sie dorthin kamen, nicht ihr Fahrmittel dann nicht mehr vorhanden war. Also das sind sehr komplexe Fragenkreise, die man hier vor dem Hintergrund der Überlieferung überhaupt nicht wirklich beantworten kann. Ich möchte aber noch was eben zu Oldenburg sagen. Wir dürfen nicht vergessen, die Stadt, also Oldenburg hatte die Rechtsqualität einer Stadt seit nun 55 Jahren, wenn man das Jahr 1400 und dann rückwärts rechnet. 6. Januar 1345 Stadtrecht bekommen. Als wir die 650-Jahr-Feier 1995 feierten, tauchte auch die Frage auf, wie viele tausend Einwohner hatte dann Oldenburg. Ja. Das ist eben ein ganz kleines Quartier, auf dem, wenn man mal hochrechnet, vielleicht so 150 Häuser gestanden haben könnten. Ja. Und dann kann man mit dem Faktor, den man für jede Hausgemeinschaft anwenden kann, hochrechnen. Also waren da 5 drin, waren da 6 drin, waren da 4 drin. Dann kommt man vielleicht so auf 450 Leutchen. Aber das ist auch eine gegriffene Zahl. Ja. Wichtig ist allerdings in dem Zusammenhang, dass es eben die Residenz des Regionalherrschers war. Ja. Ja. Deshalb kommen sie her. Die kommen nicht her, weil das so groß ist, sondern weil der Potentat, der hier was zu sagen hat und der das auch vermitteln kann, wie auch immer, da kommen sie zu ihm nach Hause. Und da sind wir genau bei der Frage, wie Oldenburg seinerzeit ausgesehen haben könnte, sagen wir mal als Rekonstruktion. Das sehen wir uns dann im Stadtmuseum an, anhand des dortigen Modells. 1345 erhielt Oldenburg Stadtrecht. Rund ein halbes Jahrhundert später waren Vitalienbrüder hier aktiv. Aber wie sah die Stadt zu Beginn des 15. Jahrhunderts eigentlich aus? Um das zu erfahren, besuchten wir das Stadtmuseum, Wo die Entwicklung Oldenburgs an Modellen veranschaulicht wird. Also bei diesem Modell, was uns den Zustand Oldenburg um 1350 vor Augen hält, fällt zunächst mal auf die herausragende Stellung der Burganlage. Ja. Und sie steht eben auf dem alten Fernhandelsweg, der die Oldenburger Gegend hier so grob gesagt in Nord-Süd-Richtung quert, auf eben diesem alten Handelsweg, um den Weg zu kontrollieren, um Abgaben einzunehmen und im Bedarfsfalle sogar den Weg zu sperren. Eine Burg, strategisch günstig gelegen, mit etwas Siedlung drumherum. Trotz bremischen Stadtrechts hat Oldenburg im überregionalen Handelsnetz wohl eher eine untergeordnete Rolle gespielt. In der Hanse war die Stadt nie Mitglied, was aber wohl weniger an der geringen Größe lag, als vermutlich eher daran, dass die Grafen die Kaufleute an der kurzen Leine hielten. Natürlich gab es dennoch Warenströme nach und durch Oldenburg. Und dass im Modell keine Hafenanlagen zu sehen sind, bedeutet nicht, dass es keinen Schiffsverkehr gegeben hat. Aus dieser Zeit haben wir keine optisch nachvollziehbaren Quellen, also Kartenwerke oder dergleichen oder Zeichnungen, klar. Und deshalb hat man sich gescheut, retrospektiv zurückblickend von späteren Befunden eindeutig da Häuser hinzusetzen, ja, weil sie nicht überliefert sind. Gleichwohl muss man davon ausgehen, dadurch, dass das Tidewasser bis hier in diese Gegend drückte mit Ebbe und Flut, dass eben tiefergängige Schiffe genau dort eben auch anlegten. Ja. Und man kann sich das nicht vorstellen, ohne dass da eine Uferbefestigung oder sogar Vorratshäuschen oder Lagerschuppen oder dergleichen nicht damals schon existiert hätten. Gut, wir wissen, die Vitalienbrüder waren um 1400 hier in Oldenburg. Das Modell soll 1350 die Zeit darstellen, nehmen wir mal an 1400. Aber wo wären die dann mit ihrer Ware, ihrem Diebesgut sozusagen gelandet? Wo hätten sie das verkauft? Was hätten sie in der Stadt gemacht? Wo hätten sie gelebt? Also zunächst ist ja die Frage noch völlig offen, mit welchen Schiffen sind die hier die Hunte hochgefahren. Richtig. Man wird ziemlich sicher ausschließen können, dass sie mit seegängigen Koggen oder dergleichen die Hunte hochgekommen sind, denn es gab ja damals sehr viele sandige, seichte Stellen, sodass die Gefahr, dass sie da aufsaßen, viel zu groß gewesen wäre. Die sind mit Sicherheit hier im Bereich des Staus gewesen, wenn sie nicht, und das können wir natürlich nicht belegen, die vielen kleinen Wasserärmchen, die es zu dieser Zeit damals noch gab, nicht auch schon bei hochstehendem Wasser genutzt hatten, um so nah wie möglich an die Siedlung ranzukommen, wo sie ihre Waren natürlich feilbieten. Das Ganze bleibt, wenn man aufs Ganze guckt, doch sehr viel Hypothese. Immerhin, 1383 wird erstmals der Stau erwähnt. Genaueres weiß man aber erst für das 16. Jahrhundert, denn erst dann gibt es verlässliche Quellen, etwa einen Stadtplan. 200 Jahre nach der Erhebung zur Stadt ist Oldenburg deutlich gewachsen. Wir stehen jetzt hier vor dem Modell, was uns Oldenburg vor Augen führt im Jahre 1550. Die Basis hiervon ist, was wir eben gesehen haben, der Stadtplan von
Peter Bast, 1598, ja, der publiziert wurde in der Hamelmannschen Chronik von 1599 und zum ersten Mal uns ein verlässliches Bild davon gibt, wie die Stadt Oldenburg ausgesehen hat. Die Burg hat sich von dem Modell von 1350 bis zu diesem Modell 1515 nicht so stark verändert, oder? Nein, also natürlich sind die Gebäude immer wieder erneuert worden, aber es ist derselbe Grundriss geblieben. Das heißt wieder eine Rundform mit dem dann durchgehenden Verkehr. Der Bergfried ist noch vorhanden, der wird ja dann nächste Generation abgerissen und dann noch eine Generation später dann baut Graf Anton Günther die Wasserburg seiner Vorfahren zu einem modernen Wasserschloss um, wovon wir noch immer heute den Graf Anton Günther Flügel kennen. Yeah. Das Oldenburg, in dem die Piraten verkehrt haben, das um 1400, wird deutlich kleiner gewesen sein. Nach heutigen Begriffen war Oldenburg ein Dorf und kein besonders großes. Als Unterschlupf und Absatzmarkt wird es für die Vitalienbrüder dennoch seinen Zweck erfüllt haben. Und Gödicke Michels, der wohl bedeutendste Anführer der Likedeler, ist vielleicht nicht zufällig unweit von Oldenburg gefasst worden, auf der Jade nämlich. Fazit: Störte Beker in Oldenburg oder die Vitalienbrüder in Oldenburg, wenn man das jetzt nochmal in einem Aufwasch sozusagen macht, was für eine Bedeutung hat das gehabt? Ging es wirklich nur um diesen Zeitraum von vielleicht ein paar wenigen Monaten, wo ein Otto von Thüne zum Beispiel hier sozusagen seine Waren verkauft hat? Oder steht das in einem viel größeren Gesamtzusammenhang von diesen ostfriesischen Häuptlingsfehden, wo die Oldenburger Hanseaten drin waren, von 1395 bis ungefähr 1430? War dieses Pirateriephänomen nicht vielleicht doch wesentlich umfassender? Solange wie die Regionalgewalten hier gegeneinander sich nicht durchgesetzt hatten und nicht eine führende Kraft herausgebildet hatten, solange war das auch ein Phänomen. Deshalb ging das über eine Generation. Nachdem die Verlagerung aus dem Ostseegebiet hier in das nordwestliche Gebiet vonstatten ging, hielt sich das bis 1428, 30, 35. Ja. Das heißt also weit über eine Generation. Jetzt ist ja das Überraschende eigentlich. Störte Beker verliert zusammen mit seinen Genossen im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf und man hört jahrhundertelang überhaupt gar nichts mehr von dem Mann. Und dann kommen wir eigentlich jetzt zu dem für mich beinahe schon fast interessanteren Teil, könnte man sagen, obwohl das natürlich unklar ist. Die reale Geschichte ist natürlich genauso wichtig wie die Rezeptionsgeschichte. Nur in diesem Fall übersteigt die Rezeptionsgeschichte ja wesentlich die eigentliche Geschichte von Störtebeker. Und da gehen wir jetzt mal über zu dem Punkt, warum ist Störtebeker 300 Jahre lang vergessen und taucht um 1700 herum auf einmal aus dem Nichts auf und dann gibt es eine inzwischen fast 200 Jahre lang andauernde Welle von Theaterstücken, von Romanen. Inzwischen sind wir beim Fernsehfilm angekommen. Wolfgang Petersen, der Hollywood-Regisseur, plant seit 10 Jahren einen Riesenfilm über Störtebeker. Wie ist das Phänomen zu erklären? Sicherlich am besten dadurch, dass wir eben nichts wissen. Ja, gut. Das heißt, Störtebeker ist, das ist auch schon eigentlich das Fazit, eine Folie, auf das wir alles projizieren können, die wir alles projizieren können. Er taucht ja auch in den ersten Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten, nur sporadisch auf. Yeah. Es wird in der Literatur hin und wieder ein Störtebeker-Lied erwähnt, aus der frühen Neuzeit. Es wird ins 17. Jahrhundert datiert. Es soll angeblich häufig gesungen worden sein. Es ist viel zu lang, um häufig gesungen worden zu sein. Noch im 19. Jahrhundert können wir feststellen, dass es eigentlich keine Klaus-Störtebeker-Bücher gibt, sondern Bücher über Vitalienbrüder. Und deren Verarbeitung und das Sammeln von volkstümlichen Erzählungen sind sicherlich wichtig für die nachfolgende Rezeption. Offensichtlich überholt Störtebeker Gödicke Michel, Magister Wigbold bereits in diese Zeit an Bekanntheit. Ganz im Gegensatz offensichtlich zu der Realzeit. Und wir können gleichzeitig feststellen, dass sich in der Literatur festsetzt, es handele sich um eine volkstümliche Überlieferung. Wir wissen aber über die literarischen Vorbilder dieser volkstümlichen Überlieferung, also das, was gesammelt wird,
Und was da eigentlich gesammelt wird, wie alt das ist, welche Traditionen das tatsächlich hat, relativ wenig. Es werden zig Städten in Norddeutschland, an der Nordsee wie an der Ostsee, mit Störtebeker in Verbindung gebracht. Aber seit wann sie in Verbindung gebracht werden mit ihm, das ist absolut unklar, weil die ersten Ansätze einer Volkskunde noch davon ausgingen, dass das eigentlich uraltes Wissensgut sei. Wir haben dann ein Eindringen Klaus Störtebekers oder der Figur Klaus Störtebekers in die Unterhaltungsliteratur. Das wäre zum Beispiel hier. Ja. Der sogenannte Kolportage-Roman. Das ist ein Teil eines Kolportage-Romans, eine Lieferung, ein Lieferungsroman, der offensichtlich, zumindest ist wieder hier ja im Reprint vorliegend, wieder aufgelegt wurde, schon wieder aufgelegt wurde, etwa um 1908, 1909, von einem, den Autor können wir nur erschließen, es handelt sich um Ernst Johann Friedrich Weber, auch als Max Wing bekannter Frauenroman- und Kriminalromanschriftsteller, der hier diesen endlos langen Kolportageroman schrieb, offensichtlich wiederum oder umarbeitete als Reaktion auf englische Literatur, Frederick Marriott, Henry Morgan, also ein englischer Pirat. Und eigentlich scheint sich in der Zeit gerade der Flottenrüstung ein Bedarf nach deutschen Seehelden eingestellt zu haben. Gut, kommen wir noch mal ganz kurz auf die Groschenromane. Und es gibt ja einmal dieses Phänomen der Groschenhefte und es gibt jetzt in der Neuzeit sozusagen das Phänomen der Festspiele, die Störtebeker Festspiele, die sich hauptsächlich im Raum Rügen abspielen. Es gibt aber auch in Ostfriesland Festspiele. Und das können wir uns auch gleich nochmal in Ausschnitten ansehen. Für manche ist Klaus Störtebeker heute ein Held. Etwa für die Hamburger Punkband Slime. Störtebeker, der wackere und romantische Held. Nicht nur in der legendenhaften Überlieferung, sondern auch in modernen Inszenierungen spielt der Seeräuber eine tragende Rolle und in aller Regel nicht die eines Bösewichts. Im ostfriesischen Marienhafer etwa finden alle drei Jahre die Störtebeker Freilichtspiele statt. Auch in diesem Jahr wieder. Von Hamburg ist genau den Spähen. Das lädt Hamburg so nicht gefallen. Immerhin ein Ort, bei dem ein tatsächlicher historischer Bezug zur Person Störtebekers zwar schwer belegbar, aber wahrscheinlich ist. Auf der Insel Rügen hingegen erinnern die jährlichen Störtebeker Festspiele an einer Mischung aus Karl-May-Festspielen und Disneyland. Und was ist mit dem literarischen Störtebeker? Wir begeben uns auf die Suche in der Oldenburger Landesbibliothek. Sie hat die ein oder anderen Bücher, sowohl belletristische als auch sachliche, zum Thema zu bieten. Was die große Zeit der abenteuerträchtigen Kolportage- und Heftromane angeht, müssen wir uns allerdings der Fernleihe bedienen. Belohnt werden wir mit Titeln, denen es an verwegener Bildsprache nicht mangelt. Der Titel heißt Der Seeräuber, Admiral und König des Meeres Klaus Störtebeker und seine Abenteuer als kühnster Seeräuber der Nord- und Ostsee oder die Tochter des Senators. Na, da steckt ja noch eine Liebesgeschichte offensichtlich dahinter. Doch mit drin. Was erfahren wir aus dem Titel noch? Es scheint ja ein historischer Volksroman zu sein. Und der Verfasser wird hier vorgestellt als Verfasser der in Hunderttausenden von Exemplaren verbreiteten Romane Isabella, Eugenie, Galeerensklave, Bleiche Gräfin und so weiter. Das ist ja ganz gewaltig. Das scheint der Band 1 ja zu sein, aber wir haben ja noch mehr bekommen. Ja, das ist übrigens eine beliebte Form der Werbung gewesen. Auch wenn man den Autor nicht kannte, so kannte man doch die erfolgreichen Titel gewöhnlich. Und der vom Verfasser des war werbeträchtig. Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir hier noch so haben. Was haben die noch weiter geschickt? Das sind die Bände 5 bis 8. Ah, was haben wir da denn? Die Jungfrau von Helgoland oder Klaus von Winsfeld, genannt Störtebeker und sein Abenteuer als kühnster Seeräuber der Nord- und Ostsee sowie als Wilddieb. Aha, also offensichtlich auch noch gleich eine Wilddiebgeschichte oder Räubergeschichte, wo sowieso um Seeräuberei geht. Wir haben hier den gleichen Verfasser Die gleiche Annonce und das scheint 1891 in Berlin erschienen zu sein. Was man der Schrift auch ansieht.
In der Hochzeit der Groschenromane spielten Geschichten um die Vitalienbrüder zunächst keine tragende Rolle. Allerdings sprang ein findiger Verlag auf den enormen Erfolgszug auf, den britische Piratenserien in Gang gesetzt hatten. Die erzählten Geschichten waren, wie auch beim Vorbild, der Fantasie geschuldet. Da kämpft Störtebeker auch schon mal gegen den fliegenden Holländer. Und was die Illustrationen anging, wurde der historischen Authentizität die wohl geringste Priorität eingeräumt. Wie kommen die denn mit so einer Abbildung hier Doppelbüchse denn da rein? Was hat das mit Klaus Störtebeker zu tun? Das passt doch von vorne bis hinten nicht. Ebenso Kleidung, Schiffe, Waffen. Die bunten Bildchen transportierten keine Informationen, sondern sollten zum Kauf anregen. Dem abenteuerlichen Treiben wurde 1916 im Übrigen ein Riegel vorgeschoben. Mehr als 200 Heftserien wurden als sogenannte Schundliteratur auf den Index gesetzt. Auch Störtebeker, der allerdings später eine kurzlebige Renaissance erlebte. Gleichwohl hatte der romantische Held mit dem Ersten Weltkrieg ausgedient. Gefragt war später ein anderer Störtebeker, nämlich ein politischer. Kommen wir zur politischen Instrumentalisierung von Klaus Störtebeker. Da spreche ich Sie beide an, weil Sie beide etwas dazu sagen können. Sowohl von rechts wie von links. Was ist da eigentlich passiert in den letzten 100 Jahren? Mir scheint ja so, dass Störtebeker erstmal eine relativ unpolitische Figur gewesen ist. Eine Art von romantische Räuberfigur oder sowas. Ja? Aber irgendwas passiert dann doch offensichtlich kurz nach der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, also nach 1918. Ja, zum einen ist auffällig, dass Störtebeker jetzt fast jährlich mit Jugendschriften, vor allen Dingen Jugendschriften, Neubearbeitung und Neuauflagen bedient wird. Das ist ganz anders als in der Zeit vor 1914. Und da haben wir es eigentlich nicht mit einer direkten politischen Instrumentalisierung zu tun, sondern mit einer Reaktion auf eine veränderte Landschaft nach 1918. Die Idee der Seegeltung oder auch der deutschen Bedeutung auf dem Weltschifffahrtsmarkt konnte nicht mehr allein durch faktische Umstände begründet werden. Die deutsche Flotte war erheblich minimiert worden. Und zum Zweiten war gerade in der Novemberrevolution, zumindest in Teilen der Bevölkerung, das Ansehen der Marine, der Kriegsmarine, erheblich angekratzt. Störtebeker ist eigentlich derjenige, der alle bediente. Und Störtebeker ist derjenige, und das kommt eigentlich schon in der Zeit vor 1914 auf, er ist derjenige, der edel, hilfreich und gut ist, der seine Mannschaften gut behandelt, der gleich teilt, die Likedelers, derjenige, der gegen die Pfeffersäcke kämpft. Das ist ja auch ein Motiv, das sich dann in den 80er Jahren in Hamburg wiederfindet, bei Auseinandersetzungen um das Denkmal seines Widersachers und Sitte von Utrecht, das dann ja auch 1985 gestürzt wird, entsprechend beschriftet wird, wie Störtebeker lebt, wir kriegen alle Pfeffersäcke, bildet Banden, pirateriert eine große Zukunft. Aber das ist nicht das Thema, das die Jugendschriften natürlich zum Inhalt haben. Aber hier geht es auch ebenfalls um Seehelden. Andere Seehelden tauchen ja interessanterweise, oder diejenigen, die als Seehelden in Frage kämen, tauchen ja nur vereinzelt auf. Also wer kennt heute Paul Bennecke? Ja, da, klar. Nicht? Wer kennt heute Richard Sievers? Wer kennt möglicherweise Piet Hein aus dem Jeferland oder angeblich aus dem Jeferland? Das sind alles unbekannte Größen. Störtebeker hat überlebt. Man hat in der DDR dann eigentlich Störtebeker als jemanden aufgebaut, der, ja, großzügig gesagt, frühkommunistische Strömungen repräsentierte. Das ist in den Festspieldarstellungen von Ralswiek so. Solche Untertöne gibt es dann ohne politische Wertung möglicherweise auch im Westen, weil er eben
der Gleichmacher ist, ja, derjenige, der den Hansen die Ware wegnimmt. Kann ich kurz einschieben, es gab 1954 die Idee eines Störtebeker Spielfilms in der DDR. Also es sollte ein ganz früher Farbfilm werden. Interessanterweise, obwohl es ja ein ostdeutscher Film war, mit dem westdeutschen Schauspieler Hans Albers sozusagen in der Hauptrolle. Der Vorschlag kam ausgerechnet von einem russischen Direktor dieses Studiums, das damals ja noch unter russischer Verwaltung stand. Und dieser Plan sollte dann mit dem Regisseur Paul Verhoeven, damals ein ganz bekannter Regisseur, realisiert werden. Aus irgendwelchen Gründen hat das dann nicht geklappt. Ob man dann Hans Albers, damals schon fast 60 Jahre alt, ob das Sinn gehabt hätte, den da als jugendlichen Helden zu verkaufen, ist noch eine andere Geschichte irgendwo. Aber von rechter Seite aus, also es gibt ja das merkwürdige Phänomen, dass in der deutschen Kriegsmarine von 1937 bis mindestens 1944 es ein Versuchsboot gab, das den Namen Störtebeker tatsächlich trug, ein alter umgebauter Minensucher. Wäre das denn im Kaiserreich möglich gewesen, dass man dort ein Kriegsschiff nach einem Piraten benannt hätte oder einem Sozialrebellen? Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. Dazu sind aber die Beweggründe der Kriegsmarine bislang jedenfalls unbekannt, dieses Schiff so zu benennen. Es gibt sicherlich Versuche, die gesamte Seetradition in irgendeiner Weise einzubeziehen. Auch diejenige oder gerade diejenige, die eben nicht mit der kaiserlichen Marine in Verbindung gebracht wird, das bedürfte sicherlich noch der näheren Untersuchung, aber auch in der Tradition oder in den Traditionsversuchen, genauer gesagt, der nationalsozialistischen Kriegsmarine oder der Kriegsmarine während der NS-Zeit, gibt es keinen Störtebeker-Kult in dem Sinne, ja, sondern das bleibt ja relativ marginal. Wenn wir jetzt noch mal ein Fazit ziehen, was war Störtebeker nun oder was waren die Vitalienbrüder nun? Waren das Piraten, Sozialrebellen oder Söldner zur See? Wie sollte man sie jetzt nach 600 Jahren mal einordnen? Immer schwierig mit den späteren Augen. Die Bedeutsamkeit der in der Zeit befindlichen und agierenden Menschen zu diskutieren, wenn wir das Bedingungsgefüge, aus dem heraus sie seinerzeit nur entstanden sind, ausblenden. Ja, es ist sehr zeitgebunden. Große Kapitalien wurden über Wasser verschifft und lockten natürlich diejenigen an, die darüber nicht verfügten und sich dieser Dinge bedienen konnten im eigenen Sinne. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es ja einen Hintergrund hat, dass man erstmal diese Potenz heraufbeschworen hatte. Durch den Kampf um die schwedische Krone und die Mecklenburger und Dänen hat man erstmal die Fähigkeit von Leuten ja gewissermaßen heraufbeschworen, sich solcher Beutemöglichkeiten zu bedienen. Nicht? Also daran sehen Sie schon, das hängt sehr in der Zeit. Alles das, was wir jetzt eben gesagt haben, was Herr Tautz gesagt hat, ist eben Rezeptionsgeschichte, die sich in den Formen bewegt, die in den jeweiligen Zeiten eine Aussage haben. Das heißt, wo man die Funktionalität spüren kann, was mit Störtebeker was zu machen. Ein Gesichtspunkt ist vielleicht noch nicht erwähnt worden, sollte man auch noch machen, dieses Abenteuerhafte. Ja. Nicht? Graf Luckner, Lebensgeschichte, ist ja auch nur vor dem Hintergrund des Besonderen, des Herausragenden, des gleichwohl aber nicht moralisch Verwerflichen, nicht, zu verstehen. Und in dem Zusammenhang wird natürlich dieses historische Bedingungsgefüge des 15. oder ausgehend 14. und Anfang 15. Jahrhunderts völlig ausgeblendet. Es ist ein zeitgebundenes Phänomen. Ja, deshalb auch dieses Illegale, was seinerzeit von den Hansestädten natürlich empfunden werden musste und weshalb es ausradiert wurde, mit großer Gewalt. Hatte aber den Vorteil, dass eben eine große Macht eine kleine klein gemacht hat und dann konnte man in der nächsten Zeit, in den nachfolgenden Jahrzehnten, dieses immer ausspielen, bis hin zur DDR. Man kann sicherlich noch dazu sagen, dass jetzt Störtebeker wieder eine noch erneute Bedeutung bekommen hat, nämlich als, man könnte es mal so sagen, als Alleinstellungsmerkmal im Tourismusmarketing. Mhm. Wilhelmshaven hat keine mittelalterliche Geschichte oder beziehungsweise nur die beiden Dörfer, die dort lagen, oder drei Dörfer, eins davon ist ja untergegangen, mindestens eins ist untergegangen, sodass also die Siebelsburg und damit Störtebeker plötzlich wieder eine Bedeutung erlangen konnte. Marienhafe hat touristisch
sicherlich eben Störtebeker zu bieten und sonst vermutlich relativ wenig, ohne dem Marienhafen zu nahe zu treten. Genau. Es ist also von daher, in Oldenburg hat man das offensichtlich noch nicht als Touristenmagneten entdeckt. Aber das kann ja bei den Bemühungen, dass Oldenburg eine Stadt am Wasser ist, dabei mit herauskommen. Aber das ist eine neue Bedeutung. Störtebeker ist eigentlich bis in die 50er Jahre kein Tourismusmerkmal gewesen. Auf der anderen Seite, das, was eben hochgehalten wurde, solche Jugendschriften, die im Anfang des 20. Jahrhunderts erschienen sind, erscheinen praktisch unverändert etwas, oder vielleicht etwas bearbeitet heutzutage wieder. Gustav Schalk, ein Longseller der Störtebeker-Literatur, fängt Anfang des 20. Jahrhunderts an, über die bunte Kuh von Flandern, also das Schiff des Simon von Utrecht, im Kampf gegen den Seeräuberhäuptling Klaus Störtebeker zu schreiben, stellt dann mit demselben Buch Klaus Störtebeker titelmäßig in den Vordergrund, als dieser Lieferungsroman gut lief und ist nach meinem Kenntnis das letzte Mal 2002 neu aufgelegt worden. Er ist also, und wir haben ja auch verschiedene Jugendschriften, 50er, 60er Jahre, noch und wahrscheinlich aus den darauffolgenden Jahrzehnten. Klaus Störtebeker hat das Rennen gemacht gegenüber seinen Kollegen und Kumpanen. Gegenüber allen anderen. Gegenüber allen anderen, ja. Das ist, glaube ich, auch ein guter Schluss. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Anwesenheit. Wir wollen versuchen, diese Serie fortzusetzen und könnten uns mal überlegen, ob wir nicht das Thema Piraterie oder Seefahrt anhand des Beispiels der oldenburgischen Seefahrtsgeschichte des 19. Jahrhunderts fortsetzen, anhand eines berühmten Zwischenfalls der Texas. Das war ein oldenburgisches Schiff, was 1858 in China von Piraten geplündert wurde und es gab dann eine ganz große diplomatische Auseinandersetzung oder mehrere große diplomatische Auseinandersetzungen zwischen China und dem noch nicht damals Deutschen Reich, aber zwischen Deutschland und China. Ganz am Ende sind wir aber noch nicht angelangt, denn ein Stichwort ist sehr häufig gefallen, die Hanse. Diesen mittelalterlichen Städtebund, der sich übrigens ohnehin nie ganz aufgelöst hat, gibt es mittlerweile wieder. Und auch Hansetage gibt es wieder und einer war sogar vor einiger Zeit in Osnabrück und wir waren dabei. Sehr verehrten Damen und Herren, hiermit ist der 26. internationale Hansetag der Neuzeit eröffnet. Europa zu Gast in Osnabrück. In der Friedensstadt fand vor 2 Wochen der internationale Hansetag statt. Unter der Schirmherrschaft des Bundesratspräsidenten Peter Harry Carstensen trafen sich Delegierte aus 107 Städten, die Mitglied des Internationalen Städtebundes der Hanse sind. Also ich finde die moderne Hanse genauso wie die alte außerordentlich spannend. Die alte Hanse ist auch modern gewesen. Sie hat dafür gesorgt, dass man in einem wachsenden Gebiet, in einer wachsenden Wirtschaftsgesellschaft seinerzeit sich zusammengeschlossen hat und Netzwerke gebildet hat. Und genau das brauchen wir heute. Die Hanse, das mittelalterliche Bündnis vornehmlich deutscher Städte, beherrschte vom 14. bis zum 16. Jahrhundert den nordeuropäischen Handel und setzte ihre Interessen notfalls auch mit Gewalt durch. Auch Osnabrück war Mitglied dieses Bundes. Osnabrück ist gerade in der Endphase der Hanse noch mal sehr aktiv gewesen, hat sich dort sehr engagiert, war noch mit dabei am letzten Hansetag 1669. Die Geschichte der Hansestadt hat aber eben für Osnabrück als Handelsstadt schon viel früher begonnen. Im 12. und 13. Jahrhundert hat sich die Stadt ausgebildet, dann im 14. wurde die Handelsstadt eigentlich sehr bedeutend. Die Hanse hat sich zwar ohnehin nie offiziell aufgelöst, seit dem letzten historischen Hansetag aber faktisch aufgehört zu bestehen. Im Jahre 1980 hat sich die Städtegemeinschaft im niederländischen Zwolle neu gegründet. Die moderne Hanse ist aber weit davon entfernt, andere Länder zu boykottieren oder gar Seekriege zu führen. Ja, das ist natürlich ein ganz neues Kapitel, das wir hier seit 1980 schreiben mit den Hansetagen der Neuzeit. Die historische Hanse hatte die Aufgabe und die Funktion, einerseits den Handel zwischen den Hansestädten zu beleben und andererseits auch eine Schutzfunktion wahrzunehmen gegenüber Piraten zum Beispiel, gegenüber feindlichen Übergriffen. Das war die historische Funktion. Heute pflegen wir den kulturellen Austausch, heute pflegen wir das Miteinander über Grenzen hinweg. Wir kümmern uns sehr um den touristischen Austausch. Und auch das Verhältnis zwischen den Städten und ihrem Landesfürsten, das früher oftmals alles andere als harmonisch war, scheint sich gegenüber der damaligen Zeit deutlich gebessert zu haben. Mit einem umfangreichen Kulturprogramm feierte die Hanse bei schönstem Sommerwetter ihr 650. Jubiläum.
Rund um das historische Rathaus und die Marienkirche wurden Konzerte, Kleinkunst und vieles mehr geboten. Vor dem Dom präsentierten sich die einzelnen Mitgliedsstädte mit Sehenswürdigkeiten, Spezialitäten oder Schaueinlagen. Und wer einen Eindruck von der alten Hanse mitnehmen wollte, der besuchte den historischen Markt. Alte Handwerker und Handelswaren ließen die Vergangenheit für ein paar Tage wieder aufleben. Neben den ganzen Feierlichkeiten wurde aber natürlich auch gearbeitet. In der Stadthalle trafen sich die Delegierten zu Konferenzen und Sitzungen rund um wirtschaftliche Zusammenarbeit oder Tourismus. Die Delegiertenversammlung im Rahmen des Hansetages ist ein sehr wichtiges Treffen für alle Delegierten aus allen Hansestädten. Es ist eine Möglichkeit, dass alle Vertreter der Hansestädten sich zusammentreffen und über alle wichtigen Probleme diskutieren und entscheiden, was da weiter in der Hanse laufen kann. Am Sonntag wurden die aus 12 verschiedenen Ländern stammenden Teilnehmer des Hansetages verabschiedet und die Hanse-Fahne in die nächste Gastgeberstadt überreicht. Im Gegensatz zu früher finden die modernen Hansetage nämlich regelmäßig statt. Im Jahre 2007 im westfälischen Lippstadt. Bleibt die Frage, warum fand der Jubiläums-Hansetag eigentlich gerade in Osnabrück statt? Natürlich ist es groß aufgezogen, weil für 2006 es auch für Osnabrück das größte Ereignis ist. Wir haben hier 120 Städte, die mit ihren Delegierten nach Osnabrück gekommen sind, mit ihren Ständen. Und das ist natürlich ein großer Auftritt für die Stadt Osnabrück. Wir erreichen hier mit unserer Stadt sozusagen über die Teilnahme dieser Städte die europäische Bühne. Und wir bemühen uns natürlich, uns auch gut zu präsentieren. Und wer den Hansetag verpasst hat, aber das Jubiläum trotzdem noch mitfeiern möchte, für den hat der Hanse-Vormann noch einen Ausflugstipp parat. Wir haben in Lübeck eine Hanse-Woche, wo wir die Hanse feiern, wo auch ein förmlicher Festakt zum Programm des Veranstaltungsrahmens gehört. Also das 650-jährige Jubiläum der Hanse wird sehr vielfältig in vielen Hansestädten begangen, aber der Schwerpunkt ist natürlich in Lübeck. Und damit sind wir jetzt am Ende unserer Sendung zum Piratennest Oldenburg angelangt. Und wenn Sie am Wochenende nichts vorhaben, dann gehen Sie doch zum Hafentag. Der blickt nämlich zurück auf das Jahr 1395 und bietet Vitalienbrüder, eine echte Kogge und ein Filmteam. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, am zweiten Montag im August. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.